die sterbende Lande. Aloy muss zu Vale und so nach Rheinklang, der Heimat des Utaro-Stammes, um die Erlaubnis zum Betreten einer heiligen Höhle zu erhalten. Wenn sie dort Minerva finden und wiederherstellen kann, kann sie vielleicht Gaia neu starten. Minerva, der Name kommt ja uns bekannt vor, wenn man ein bisschen Assassin's Creed gespielt hat, weiß man, wer Minerva ist. Und hier ist es bestimmt eine andere Person. So viel dazu. Aber hier sollen wir jetzt nach Rheinklang. Rheinklang ist ja dort drüben. Und wir gehen jetzt einfach mal von hier aus, weil wir können nicht schnell reisen. Wir laufen da mal hin, gemütlich. Wo war jetzt der Ein- und Ausgang? Ach, schöne Maschine hier. Ach hier, mein Gott. So, aber auch gewitzt hier, hä? Das kleine Schneckenhäuschen. So in Rheinklang treffen. Genau. Vorfragen, ob wir ihre heilige Höhle betreten dürfen. Minerva sollte sich darin befinden. Damit kann ich Gaia neu starten. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Aber als erstes sollte ich nach Süden gehen, um eine alte Freundin zu treffen. Schauen, was sie hier draußen tut. Würde mich etwas umsehen. Ich konnte mein Reittier nicht rufen. Vielleicht war ich zu nah an der Siedlung. Ich habe mich gerade gewundert. Da drüben ist der Langhals, den haben wir ja schon geholt. Und da drüben gibt es ein bisschen Gewitter. Gar nicht, ob da irgendwas Böses lauert. Da ist ein Ausrufezeichen. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Oder? Täusche ich mich? Was geht hier ab? Jetzt muss ich doch nochmal absteigen. Ich bin ja so neugierig. Dann hören wir mal das Gerücht an. Quatsch mal ein bisschen mit mir. Wenn du zu den versunkenen Ruinen im Süden willst, stell dich auf einen Kampf ein. Dort hat eine Gruppe Tenakt ihr Lager aufgeschlagen. Maschinenreiter. Man sagt, sie sind unfreundlich. Ich pass auf. Ja gut, das war jetzt... Also ich rechne jedes Mal. So nah am Kaja-Gebiet. Ich sollte mich mal dort umsehen. Ich rechne jedes Mal mit einem großen Angriff. Also das ist ja jetzt nichts, was mich jetzt schockieren oder vorbereiten würde. Das ist schon klar. Ja gut, also das finde ich ganz cool, dass man so ein bisschen mit Leuten, fremden Leuten sprechen kann und die da überhaupt so ein bisschen ein paar Gerüchte streuen und so weiter. Das finde ich ganz cool, aber das war jetzt ein bisschen sinnlos, was er da gesagt hat. Ja, okay. Ich schieße ja dauernd Füchse ab, aber ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal keinen Fuchs mehr. Wir haben schon so viele Füchse schon ausgebeutet. Die sind bei uns jetzt hier gerade auf Platz 1. Da ist der riesengroße Langhals. Guckt euch das mal an. Eieieiei. Da ist ein blöder Vogel hier. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Ich werde mich mal ein bisschen fernhalten. Die drei scheinen Probleme zu haben. Aber wir sind natürlich hier der Retter der Welt. Hier scheinen irgendwelche Leute Probleme zu haben. Da werden wir die mal retten. Bleib stehen, du Ungetüm. So, was? Ich weiß gar nicht mal, wie ich die eigentlich erledigt habe. Ich glaube, mit einer schönen Frost-Story, die ich natürlich nicht getroffen habe. Ja, macht eine gute Loopings hier. Sieht zwar ein bisschen unrealistisch aus, aber schon beeindruckend. Den fremden Menschen hier geholfen. Vielleicht sprechen die mit uns, vielleicht geben die ja uns was. Aber ich glaube, die sind jetzt schon verduftet. Hallo? Da oben gibt es noch ein Ausrufezeichen.
Sind das vielleicht die? Mal reden. Da ist jemand verletzt. Nee, das war Wildbohnen pflücken. Reden. Geht's allen gut? Du hast uns gerettet. Und noch wichtiger, die Ernte, die wir dabei haben. Die Utaru schulden dir was. Aloy. Ich bin Dane. Und das ist eure ganze Ernte? Die rote Plage hat das meiste Getreide verdorren lassen. Das bisschen, was wir haben, mussten wir am Rand der Ebene sammeln. Wohin wolltet ihr? Rheinklang. Das ist gleich die Straße runter. Ich fürchte, du wirst dort nicht viele andere Fremde treffen. Meine Leute bleiben gerne unter sich. Aber wenn du Waffen oder Vorräte brauchst, werden einige von ihnen gern mit dir handeln. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dir gern danken. Das ist nicht nötig. Bitte. Wer Freundlichkeit sät, erntet sie auch. Danke. Dane, du solltest gehen. Sag den anderen, dass wir die Ernte haben und einen Heiler brauchen. Gut. Möge das Land in deinen Schritten erblühen. Ich sollte auch los. Wenn du mal nach Rheinklang kommst, wir teilen die Mahlzeiten bei der nördlichen Schüssel. Dane ist dort einer der Köche. Er macht dir Rationen, die jeden Handel wert sind. Ich versuch mal vorbeizukommen. Also er braucht eine Heilung. Ich habe gesehen, Aloy macht irgendwas mit dem Speer. Kann die da nicht irgendwie reinstechen und dann passt das wieder? Das geht nur bei Maschinen, ne? Naja. So, also hier wird nochmal erklärt, wegen einer beschädigten Reitmaschine. Das konnte man ja auch im ersten Teil machen, wenn man eine Maschine so beschädigt hat. Weiß gar nicht, warum die hier beschädigt ist. Naja gut. Da kann man ein bisschen mit Metallscham, also hier die Währung einsetzen und dann sind die wieder wie neu. Ja, funktionieren wieder die Maschinen. Ne? Mit Geld funktionieren die. Dann sind sie wieder in der Lage, sich fortzubewegen. Mit der Währung des Geldes. Metallscherben. Aber vielleicht tust du die da irgendwie so reinfüllen, wie so eine Spachtelmasse. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Oh, guckt euch das mal an, dieses Panorama. What? Wie geil ist das denn? Den Haufen Satelliten hier. Also ich denke, das sind alte Satellitenschüsseln. Und da gibt es schon wieder Gegner. Und da ist jemand, der so völlig random einfach mal rumspringt. Mitten in dieser angeblichen roten, schlechten Brühe. Ich freue mich auf unsere Schicht. Das hört sich an wie ein Kind hier. Sollen wir mal den aufklären, dass das vielleicht nicht so ganz so cool ist hier? Naja, du hustest schon, ne? Nee, wir können nicht mit denen reden. Wir beobachten die einfach. Aber das sind wahrscheinlich diese viereckigen Feller, die ich hier schon so von Weitem gesehen habe, ne? Dieses tolle Muster. Das sind also diese roten, schlechten Dinger. Schauen wir uns das ein bisschen an. Und genießen die Atmosphäre. Der Wachposten. Darf ich durch? Ja, sie legt ihren Bogen ab. Es sieht gut aus. Weiß nicht, ist das jetzt hier schon Rheinklang? Ja. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt eigentlich. Aber gut, wir gehen mal durch. Moin Leute. Utaru-Wache grüßen. Hi. Aha, das ist das Erste, was man sagt. Ja, du siehst aus wie eine Ostländerin. Was hier? Was willst du? Tja, das, was ich will, das habt ihr gar nicht. Eine Schildweberin-Outfit zum Beispiel. Rheinklang. Schaut euch alles an. Das ist Rheinklang. Die sind mit sich im Rheinklang. Alles. Schön. Ich
schön grün und auch rot, was nicht gut ist. Und jemand summt hier. Ach, die hier. Alles gut. Ah, das ist ja toll. Die Plage kommt immer näher. Das können wir nur akzeptieren. Wir können doch überleben. Summt für mich. Herrlich, schön. Sei gegrüßt, meine Freunde. Könnte man kurz vorm Einschlafen nehmen. Das ist eigentlich auch ganz cool, ja? Schnell speichern. Ja, die sind sehr melancholisch hier, ne? Also die leben halt wirklich in einer, in so einer vertrauten Zeit. Hier haben wir noch einige Quests, aber wir reden jetzt erstmal mit Val und Zoe, oder wie hieß. Hier haben wir noch was anderes. Ich weiß gar nicht, können wir auch vielleicht kurz das Gerücht anhören vorher? Gucken, was die zu bieten hat für ein Gerücht. Das war der falsche Knopf. Los geht's. Erzähl mir was. Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Sag mal, wollt ihr mich verarschen alle? Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Ihr erzählt alle den gleichen Mist hier. Also irgendwann reicht's ja. Als ob die Utaru Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Gut, jetzt reicht's wirklich. Wir gehen zur Wahl. Und so. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag dringen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Wie hat Val geholfen? Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Tiefe Spaltung. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. So, das haben wir ja alles schon hier besprochen. Ne, das ist schon ein bisschen dunkelgrau. Jetzt gibt es bloß noch defensive Absperrungen. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Was für Maschinen? Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila, farbenen Schimmer.
kommt mir bekannt vor. Mir auch. Hast du gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. So, da reden wir mal über der Chor. Also, ist der Chor bereit? Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Hier summt doch einer falsch, wenn ich den erwische hier. Triff dich außerhalb des Chors mit Wahl und Zoo. So, außerhalb könnte man denken, hier irgendwo außerhalb dieser Stadt. Aber das ist ein bisschen weit, ich würde sagen, ein bisschen weit drin. Statt außerhalb, aber kommt ja immer auf die Sichtweise an. Fehlen wir hier sehr melancholisch. Hört ihr das? Boah. Also man bekommt schon ein bisschen Gänsehaut, auf jeden Fall. Hier gibt es noch eine Quest, die können wir irgendwann mal annehmen. Nervös? Mit einer Fremden vor den Chor zu treten. Ich hoffe, das klappt. Es lohnt sich so, du wirst sehen. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss auch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Ja, also hier hätte man noch entscheiden können, ob wir bereit sind. Aber natürlich, wir wollen ja die Quest spielen. Okay, gehen wir zu ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben.
Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Diese Zufälle hier. Durch das Tor und rum. Folgen wir mal zur Absperrung. Sie weiß ja, wo es lang geht. Hallo, Sasuke. Ja, wir gehen einfach schnurstracks hinterher. Wird gekämpft. Aber das ist echt cool, ne? Wir haben halt das Bedürfnis, da in die Höhle zu gehen und da kommt zufälligerweise was. Und was ist das? Feinde sehen wir hier. Viele Feinde. Schauen wir mal, was genau für eine Sorte. Spitzenplünderer. Das sind keine normalen Maschinen. Solche schon mal gesehen. Okay. Wir müssen von der Absperrung kommen. Mein Pokédex sagt doch an, dass hier alles neu ist. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Spitzenhühner, also alles mit Spitzen irgendwie. Wow. Kennen wir den schon, Krallenschreiter? Ich glaube nicht. Wow. Ja, ja. Welche Munition? Kann ja versuchen hier. Ah, ich habe leider keinen Kühlsaft. Ich muss echt mal nach Kühlsaft Ausschau halten. Ah, ein paar Stachelwerfer. Ui, der ist ja schon da. Ja, jetzt. Ein paar Stachelwerfer habe ich. Die hauen auch ein bisschen rein. Das war, glaube ich, unser erster Krallenschreiter. Konnte ich jetzt nicht so gut kennenlernen, aber das reicht auch erstmal. Hier lang, Aloy. Moment. Moment. Aloy ist am Tun. Da gibt's noch was. Auch was Neues. Spitzengräber. Also alles jetzt mit Spitzen. Das ist anscheinend eine neue Art von den verschiedenen Maschinenversionen, die wir hier schon teilweise kennen. Wühler. So, ich weiß nicht, ob wir einfach jetzt nur hinterhergehen oder ob wir tatsächlich kämpfen mit sollen. Ich folge ihr einfach mal. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Meine, die Gräber, die sind ja wirklich einfach. Erledigt. Bewegung hilft dir auch nicht. Ja, nein, sie kämpft auch. Da mache ich mal mit. Sieht ein bisschen aus wie aus Jurassic Park, ne? Dieser, was ist das für eine Sorte? Also kein T-Rex, sondern Raptoren, ne? So Raptoren ähnlich. Also ich glaube, der zweite Teil hat sich ganz schön an Dinosaurier angelehnt. Ich hatte hier schon mehrere schon entdeckt. Das war die Schwachstelle. Die übernehme ich.
Irgendwie schon. Oh, der ist halt wirklich neu hier. Sind halt in den verbotenen Westen. Da gibt es auch mal neue Pokémons. Gut, das haben wir alles. Gibt es irgendwas Besonderes? Alles mitnehmen, was geht. Man weiß immer halt nicht, was jetzt ist. Was ist denn jetzt ein Haupt-Upgrade-Rohstoff? Ne? Also man kann jetzt mal nachgucken, alles schön. Aber so auf die Schnelle weiß man das natürlich erstmal nicht. So, die möchte unbedingt, dass ich jetzt herkomme. Dann machen wir das mal. Kurze Speicherung. Aber sie kämpft noch, ne? Sagt, ja, komm mal her. Ich glaube, wir müssen erstmal doch ein bisschen clearen hier. Da scheint es doch was zu geben. So viele Leute, ne? Hallo Ivo, kannst dir auch in Ruhe lassen und der guten so einfach hinterherlaufen, aber du bist eben ein Krieger. Ja, nee, also ich wollte ja auch hinterherlaufen, aber sie ist ja jedes Mal stehen geblieben. Wäre sie jetzt vorhin weitergelaufen, wäre ich hinterhergelaufen. Aber sie ist ja stehen geblieben. Da dachte ich mir, okay, ich muss wahrscheinlich das Gebiet reinigen. Das Gebiet von den Maschinen befreien. Aber ja, aber vielleicht ist sie ja nur stehen geblieben, weil ich ja auch ein bisschen stehen geblieben bin. Das kann schon durchaus sein. Aber gut, jetzt läuft sie ja. Kleben wir mal an der So am Arsch hier. Aber hier scheinen wirklich echt viele zu sein. Ich dachte, okay, das sind jetzt vielleicht so 10, 20 Maschinen, die jetzt kommen, aber es sind ja wohl deutlich mehr. Überall wird gekämpft. Hier ist der arme Fuchs, der wird jetzt auch von mir nebenbei abgemurkst, weil ich halt unbedingt vielleicht noch ein paar Rohstoffe brauche. Aber ich brauche unbedingt Waschbären. Wir hatten ja schon, ich glaube, in der letzten Folge, ne, Beutel-Upgrade-mäßig haben wir ja schon reingeguckt. Wir brauchen unbedingt Waschbären-Zeug. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Aha. Auch schön aus hier, ne? Diese ganzen Pflanzen. Ganz nett. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Diesmal steht erledige die Maschinen. Ich glaube, hier ist es jetzt Pflichtprogramm. So, also hier gibt es schwach gegen Blitz. So, wir haben ja Blitz. Wir haben ja diese Schockkriegerbogen. Mal gucken, vielleicht können wir da irgendwo ranschießen. Aber ich glaube, der hat keine Energiezelle, ne? Hätte man ein bisschen mehr analysieren müssen. Oh! Gleich eins auf. Gleich auf die Schnauze bekommen. Also hier sehen wir, er hat einen Zünder. Und der Zünder ist wo? Der ist da unten irgendwo. Der macht eine Kettenreaktion mit Schock. Boah. Den zu bekommen ist natürlich ein bisschen schwierig. Hier, da. Nein, nein. Nein. Kettenreaktion. Hui. Ich studiere schon die blöden Maschinen, aber die lassen mich trotzdem nicht. Oh, wow, 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 wow. Gerade am Sterben hier. Also an seine Angriffsweise muss ich mich echt noch hier gewöhnen. Der ist sehr körpernah. Ich glaube, ich krieg das nicht hin hier. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Bogen hier. Schwierig. Ja. Das ist wie so ein kleines Tänzchen, ne? Tänzchen. Aber ich glaube, wir werden das jetzt lassen mit den Schockbogen, weil das bringt nicht viel, wie ich gerade sehe. Versuchen wir hier mit ein paar anderen Tricks die loszuwerden. Das macht echt nicht viel Schaden, ne? Oh Gott! Ja.
Ah, die halten aber auch ganz schön aus. Ich fühle mich hier so schwach. Ich glaube, wir müssen nochmal upgraden gehen. Neue Bogen. Oh nein. Moment. Ja, gegen die ist irgendwie ein bisschen gerade. Ich bin erstaunt, dass die so stark sind. Jedes Mal kurz vorm Sterben. Selbst der normale Jägerbogen, der ja schon viel Schaden macht eigentlich, macht auch nicht so viel Schaden. Eieieiei. Oh. Oh nein, oh nein, 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 nein. Trinken, 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 trinken. Ich glaube, ich muss meinen Mutstoß abgehärtet gleich machen. Das war ein bisschen zu knapp. Also ich habe leider keine Bären mehr. Ich habe gerade festgestellt, ich habe keine Bären. Versuchte jetzt einen Drang zu holen und naja, ist ja halt irgendwo anders, ne? Muss man erstmal da hinkommen. Ich glaube, ja, jetzt haben wir mal eine Kettenreaktion geschafft. Jetzt hat's funktioniert. Wir waren an den Teil rangekommen. Aber das ist schon ein bisschen schwierig. Also, man kann ja natürlich Zeitlupe machen. Aber ich finde, selbst in Zeitlupe ist das extrem noch schnell. Ich würde gerne die Zeitlupe noch langsamer machen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Skills, die wir dann nochmal angucken können. So, ja, da ist das Ding. Jetzt, ja. Und jetzt sieht man, wie das hier so ein bisschen rumgrauselt. Und zack, ist das Ding weg. Wenn man da rankommt, sind die Dinger ja noch einfach, ne? Aber so ein bisschen... So. Oh, jetzt bin ich am Wühler gestorben. Nein! Verdammt! Jetzt bin ich am blöden, hässlichen... hieß der Wühler? Ja, ne? Ich glaube. Am blöden, hässlichen Wühler bin ich jetzt gestorben. Ja, die großen Gegner, ja, ne? Die haben wir ja schon ein bisschen kalt gemacht. Und dann kommt dieser blöde Wühler. Also ich merke hier schon, hier muss ich jetzt aufpassen. Also wir fangen ja nochmal jetzt von 9 an. Wir haben 12 Bären, die habe ich ja alle leer gelutscht und 5 Tränke. So, Mutstoß abgehärtet haben wir auch. So, machen wir nochmal. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Ach, das ist ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Hier gibt es auch ein paar Kisten. Aber ich glaube, da muss man ja wirklich sehr, sehr nah hier diese Maschinen klären. So, jetzt habe ich es geschafft. Es ist wahrscheinlich Training. Aber es macht halt auch nicht so viel, ne? Also, wenn die noch voll am Leben sind, ne? Die gehen halt down und dann kann man gleich hier noch den Finisher machen. So, hier haben wir den zweiten Kandidaten. Also, das geht schon wesentlich entspannter jetzt hier. Runde 2. Ah, jetzt nochmal Zeit verlangsamen. Ah, schwierig hier. Zeig mal deinen Bauch. Verdammte Axt. Jetzt. Lebst du noch, Nora? Ich werde nicht um dich trauern. Der hat eigentlich auch so eine Blitzschwäche. Wenn man da den an den Arsch schießt, dann geht er eigentlich auch hoch. Das ist ja auch so eine Kettenreaktion, aber... Ist auch, so, auch ein bisschen schwierig, ne? Die machen das halt nicht einfach.
Warum sterbe ich denn jedes Mal jetzt am blöden Wühler? Das zweite Mal jetzt schon gestorben, nur an dem blöden Wühler. An dieses blöde Wühlervieh. Was ist denn das jetzt hier? Sag mal. Ich bin, also, gegen die neuen Sorten von Maschinen denke ich mir so, okay, gut, wenn man jetzt am Bauch trifft. Aber diese alten Dinger, ne? Die machen mich dann richtig fertig. Wir folgen dir. Oh Gott. Das ist aber auch so ungenau, diese blöde Waffe. Schuld ist immer die Waffe. Ah, der ist geschockt. Ah, ich krieg die Krise hier. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt so eine Wumms-Sache hier kommt. Oh, wow, wow. Also ich fühle mich schwach. Ich fühle mich schwach. Sau. Eieieiei. Aber alle guten Dinge sind drei. Ich denke mal, wir werden es jetzt wohl hinkriegen. Wühler! Du böser Wühler! Der macht mich kalt. Was hat denn der für einen Schaden, sag mal? Der kommt, zack! Und weg ist man. Also habe ich echt so wenig Leben jedes Mal? Das dritte Mal und ich krieg eins auf die Schnauze. Das ist ja Wahnsinn. Dieses blöde Ding. Also das Schwierige ist nicht dieses neue hier, Raptoren-Ding, sondern dieser blöde Wühler. Was der für einen Schaden macht. Oh. Du Hund, ich werde dich jetzt kalt machen hier. Jedes Mal muss ich hier von neu. Aber der hat auch hier einen Laser, ne? Das ist schon ein bisschen brutal hier. Eieieiei. Also, und mit Speer kann man ja auch nichts machen. Also Speer ist ja auch schon so fast schon sinnlos. Es sei denn, man macht einen kritischen Schlag, dann ist der Speer ganz gut. Aber sonst ist das auch absolut für die Tonne, ja. Eieieiei. So, also das war ein Wühler, glaube ich, ne? Und das sind jetzt ein hier. Hier gibt's noch einen. Den machen wir auch nochmal kalt hier. Mach du mich nie nochmal kalt. Wir müssen ja jetzt mal ein bisschen Taktikwechsel machen hier. So, ich glaube, jetzt sind die beiden weg. Ich brauche nichts als eine Klinge. Also, mit den kleinen Raptoren wird das schon langsam, das denke ich mal, das habe ich schon raus. Da bin ich schon jetzt schon fast schon wieder gut. Der hat keine Dings mehr hier unten, wo man eine Kettenreaktion auslösen kann. Das hat schon jemand abgeschossen, so wie es aussieht. So, jetzt gehen wir mal hin. Jetzt wird er ja ein bisschen geschockt sein. Finisher. Oh. Zum vierten Mal, beim vierten Mal geschafft, ne? Puh, das war aber jetzt eine schwere Geburt. Aber ich habe irgendwie jetzt momentan, gerade jetzt so beim Kampf, das Gefühl, dass meine Bögen gar nicht mehr so stark sind. Das muss ich echt sagen. Da müssen wir echt mal schauen, ob wir da nochmal irgendwie was austauschen können, upgraden können.
Ich meine, ich habe ja jetzt auch zum Beispiel einen Jagdbogen. Gut, den ich jetzt nicht so oft benutzt habe. Aber der ist ja auch nur in so einem grünen, gewöhnlichen Zustand. Vielleicht brauchen wir da jetzt schon langsam besseres Zeug. Ist ja auch ein schwerer Kampf, kann mich noch erinnern. Aber klappt jetzt bestimmt. Ja, beim vierten Mal hat es tatsächlich funktioniert. Also ich fand jetzt das schon ziemlich krass. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich bei Horizon Zero Dawn mitten einer Mission, also am Vorgänger, auch solche Probleme hatte. Und wie wir hier sehen, gibt es hier auch eine schwere Waffe. Also es ist eine Verwüsterkanone. Frage ich mich, wo die herkommt. Weil eigentlich von den Maschinen hatte doch niemand so ein Ding eigentlich. Wir waren ja in eine Verwüsterkanone. Hätte ich das vorher gewusst? Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Dann hätten wir die auch leichter kalt machen können. So. Ich kann es ja jetzt genauso wie beim ersten Teil machen, dass ich hier die ganze Zeit mit der Verwüsterkanone rumrenne. Aber ich glaube, das würde ein bisschen zu lange dauern hier. Wir sollen ja irgendwie jetzt hier so folgen und so ist hier irgendwo hier unten. Die zeigt jetzt uns den Weg. Eigentlich hätte die mir hinterhergehen müssen, weil ich ja schon hier oben war. Aber wie es halt bei NPCs so ist, ne? Man muss die jedes Mal ein bisschen so einen kleinen Schubs geben. Okay. Wir sind fast da. So viele Maschinen. Da kommen schon wieder welche. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Diejenige oder derjenige ist sehr stark hier. Der hat den kleinen Raptor hier ganz schön schnell kalt gemacht. Uiuiui. Und das mit so einer Waffe? Kannst du mir die geben? Die brauche ich. Meine sind wesentlich schlechter. Ah ja, ach hallo Maxi, siehst du, dich habe ich gar nicht hier gesehen. Hallo Maxi. Da habe ich schon Ewigkeiten gar nicht mehr hier gesehen, glaube ich. Aber schön, dass du wieder hier heute dabei bist im Chat. Freut mich wirklich sehr. Ich musste kurz gerade nachdenken. Maxi, hä? Kenne ich irgendwo her. Maxi Nadine. Das ist doch der Account, den du da im Besitz genommen hast. So, was haben wir denn hier? Irgendwas haben wir jetzt mit Löschwasserschaden hier anscheinend bekommen. Eine Munition, die Löschwasserschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Das gab es ja natürlich nicht im ersten Teil, habe ich zumindest nie gesehen. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie anfällig für Löschwasser sind. Das haben wir schon mal in ein paar Maschinen haben wir schon gesehen. Die haben Löschwasseranfälligkeit gehabt. Sie mit Löschwasser zu treffen, baut ihr Getränkzustand auf. Sobald sie in diesem Zustand sind, werden ihre Elementenangriffen deaktiviert und ihr Widerstand gegen Elementschaden und Zustände wird gesenkt. Triff Löschwasserkanister mit Löschwasserpfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementexplosion auszulösen. Aha, Löschwasserkanister mit Löschwasserpfeilen. Na ja, gut. Also alles, also hier muss man ein bisschen, ne, Säurekanister mit Säurepfeilen, Löschwasserkanister mit Löschpfeilen. Gibt's auch Feuerkanister? Ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt irgendwas mit Löschwasser. Wir können ja mal kurz reingucken. Ich bin ja so schrecklich neugierig. Haben wir hier irgendwas mit Löschwasser? Wir haben die Otaro-Flüsterin. Das kommt mir auch neu vor. Kunstvolle Kleidung, gewebt für lautlose Kills, verbessert den stillen Schlag. Also sieht eigentlich ganz süß aus hier. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier irgendwas bekommen mit Löschwasser. Ah, die Löschwasserfalle haben wir bekommen.
das hier. Deswegen kam jetzt gerade die Erklärung. Da können wir jetzt in eine Falle hinlegen. Aha. Ah, okay. Ja, mal gucken, ob es sich lohnt irgendwann. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Aloy! Alles in Ordnung? Wir folgen dir, Aloy. Wie ein Stein ist Aloy gerade umgefallen. War wahrscheinlich ein bisschen heftiger Stromschlag, aber so viel Schaden hat sie ja nicht gemacht. Wie ein Stein. Dachte gerade, dass Aloy kurz tot ist. Hat sie ein bisschen gezuckt. So. Hier gibt's noch was zum Sammeln, oder? Ja. Himmelblaue Blüte war das. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich zur Kante fallen lassen. Na super. Irgendwie ist sie jetzt runtergeflutscht. Irgendwie ist das hier rutschig. Hat jemand bestimmt hier mit Seife noch eingeschmiert, damit es noch ein bisschen schwieriger wird hier. Sonst hätte ich doch das einwandfrei gemacht. Muss man sich hier wirklich jetzt zur Kante fallen lassen? Damit man hier diesen Rücksprung macht, ne? Glaube ich. Rücksprung! Nee, geht auch nicht. In meinem Kopf hat es funktioniert. Aber nicht in der Realität. Ja, dann machen wir mal einen ganz normalen Sprung. Vielleicht geht das damit. Und ich mache mir nur wieder so einen großen Kopf. Spring! Ja, normaler Sprung. Normaler Sprung, wir wissen, ist höher oder weiter als ein Rücksprung, selbstverständlich. Oh, jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Ach, ich hasse das. In Höhlen immer diese mehreren Wege. Ich glaube, jetzt sind wir auch hinter diesem Feld. So einfach kann es gehen. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, ich glaube auch, dass bald hier ein Bosskampf kommt. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Nein! Oh, scheiße. Ich muss mich jetzt seelisch erstmal abfinden, dass es doch hier eine Brutstätte ist. Ich hatte schon so im Gefühl gehabt. Ich dachte, mein Gott, das wird doch bestimmt eine Brutstätte sein hier. Das ist doch nicht ganz eine normale Höhle. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Brutstätte. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schläfe. Genau so. Wie ein Magnet, hey. Als ob man in der Schläfe schon was drin hätte. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, doch. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Oh, Scheiße. Das uns tot sehen will. Und ich gehe mit so einer beschissenen Ausrüstung rein hier. Seid auf alles gefasst. Ja, unsere erste Brutstätte. Und wie immer müssen wir den Kern finden, auch beim ersten Teil war es ja auch so. Hallo Stefan! Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Ja, Aloy ist jetzt quasi hier die Reiseführerin. Ja, ihr seht hier Maschinen, die ihr noch nie gesehen habt. Da hinten ist eine kleine Lava. Bitte nicht reingreifen, sonst ist die Hand ab. So, was haben wir denn hier? Die gehen nach unten, ich gehe nach oben. Das ist schon so spanisch, wenn NPCs so bereitwillig irgendwo hinrennen.
Vielleicht gibt es hier irgendwas. Hier sieht man auch so ein bisschen. Oh, das sieht cool aus. Ist zwar nicht so schön grafisch wie der Rest des Spiels, aber sieht auch schon cool aus. Aber ich möchte da nicht reingehen. Haben wir einen sofortigen Tod? Ich glaube, hier können wir jetzt noch nicht. Oh! Wo kommen die denn? Macht was! Macht was! Oh! Sag mal, was schiebst denn du hier für einen Film? Da ist der Feind! Was guckst denn du die ganze Zeit auf den Boden? Oh, da kommt der Nächste. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt wach gemacht haben. Da sind ja diese Kängurus wieder. Die sind schwach gegen Löschwasser. Hier könnte man Löschwasser-Schaden machen. So. Okay. Ich gehe jetzt mal den Hauptweg lang. Ja, diese Kängurus sind ja noch ganz nett, ne? Wo Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. So, hier gibt es jetzt mehrere Wege, aber ich glaube, es gibt nur diesen einen, wo wir jetzt zum Tor müssen. Hier könnte man hoch, aber ist ja nichts. Noch eine Wand. Da geht's nicht weiter. Ja, ich weiß schon, dass es hier weitergeht. Da steckt mal unseren Stab wieder rein. Das mal an. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Das sieht ja echt noch mal ein Stück krasser aus als in den ersten Teilen hier. Das ist ja echt heftig. Diese kleinen Details hier. Boah. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll hier. Man fällt ja richtig die Augen aus dem Kopf. Ich glaube, hier kann man echt eine halbe Stunde stehen und man entdeckt immer wieder was Neues. Wenn man auf diese Platte tritt, würde etwas aktiviert. Ah, okay. Also wenn wir hier drauf gehen, dann geht das hier hoch. Okay, also Aloy sagt schon in der Lösung, ich soll irgendwie auf die Platten schießen. Aber ich frage mich bloß, wie? Schauen wir mal ein bisschen. Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt. Kein Utaru hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Ah. Um dir und Aloy zu helfen und Pfad zu finden. Okay. Also wir müssen hier auf diese Knüppel schießen und dann fährt sich das hier so ein. Ich glaube, das hier hat keinen Sinn. Gut, wir können jetzt hier ran. Das sieht schon alles sehr technisch aus hier. So, kannst du dich auf die Platte stellen? Ja, das wäre ganz gut.
Meinst du so? Ja. Gut, bleib da. So. Warten wir mal, bis das Ding hierher kommt wieder. Das war ganz gut. Wenn man es einmal raus hat, dann hat man es auch beim dritten Mal raus. Aber ich bin vorsichtig, ich gehe noch so ein bisschen langsam und gucke mir hier die ganze Gegend an. Ah, das sieht echt schön aus. Also ich muss echt sagen, die Grafik nochmal richtig schick gemacht hier. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Ja, da wir jetzt hier oben allein sind, müssen wir jetzt was zum Runterdrücken wahrscheinlich suchen. Ich weiß nicht, ob wir hier reingehen können jetzt. Ja. Die Kiste sollte schwer genug sein. Ha. Gleich was gefunden. Die Kiste. Die werden wir jetzt rausschmeißen. Ist ja. Die Kiste jetzt passt nicht durch die Öffnung. Echt nicht? Ich dachte gerade. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Okay. Es wird doch. Aber ich gehe lieber außen rum. Heißt das, dass Aloy Schaden kriegen würde, wenn ich jetzt hier durchs Schild gehe? Sah gerade aus, als ob die schon halb drin wäre. Vielleicht komme ich rüber, wenn ich sie in die richtige Position kriege. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Ich weiß zwar nicht hier um welche Zahnräder, aber okay. Ich schaue mich mal um. Vielleicht verstehe ich das. Zahnräder, Säulen. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang, oder? Aber von hier bin ich ja gekommen. Hier sind wir hochgekommen. Und der Witz wird jetzt sein, dass wir hier nämlich nach rechts, also hier hingehen müssen. Dann machen wir das mal. Mhm. So. Sieht aber so ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Passt. Oh, da ist ja was drin. Und es bewegt sich. Anscheinend eine große Maschine. Das ist eine richtige Säulenbrutstätte. Alles rausgeholt, was geht. Hier ist die nächste Platte. Sie haben es ja schon erzählt. Ja, also Aloy, das finde ich halt ganz cool, dass Aloy halt wirklich tatsächlich halt aktiv den Spieler hilft. Ne? War ja beim ersten Teil ja nicht so. Wahrscheinlich hatten da viele Probleme, keine Ahnung. Irgendwie haben ja die Entwickler dann so vielleicht gedacht, okay, Aloy muss viel mehr mit sich selbst reden, damit die Spieler wissen, wie es weitergeht. So, hier ist jetzt so eine Platte, dächte ich, aber die leuchtet zumindest. Aber es macht irgendwie keinen Sinn gerade. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist noch so ein Dingens zum Draufgehen. Kann ja auch die Zeit anhalten, oder? Klappt das nicht? Nee, also irgendwie müssen wir die verlangsamen. Müssen wir mal hier ein bisschen analysieren, vielleicht finden wir was. Hier ist so eine Leuchteplatte, aber irgendwie ist da irgendwie so komisch hier. Vielleicht konzentriere ich mich da nur viel zu sehr drauf. Hier ist was. Hier ist auch eine Leuchteplatte. Vielleicht was irgendwas runterstoßen. Ach, hier! Okay. Okay. Gut, ich glaube, ich mache das jetzt mal hier von hier aus schon.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Okay, jetzt kann ich gehen. Jetzt pass. Überbrücke den Netzwerkablink. Alles mit unserem Stab. Der hat USB-C-Anschluss. Überall einsetzbar. Und man braucht nicht so lange rumfummeln, bis man das richtige Ende hat. Einfach reinstecken und das war's. Und ich glaube hier. Die Kabel sind überall auf dem Knoten. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Okay. Kommt hoch, ich hab Schiss. Kommtet, helft mir. Bei dem großen Boss, der jetzt vielleicht gleich kommt. Wie die hier hochwackeln, wie so kleine Spinnen, ne? So. Wir müssen langsam sein. Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Mhm. Ich glaube jetzt, das ist so wieder das richtige Timing hier. Wow, das war ein weiter Sprung. Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, du sagst mir das jetzt. Aber ich glaube, hier drauf erstmal. Da hoch soll ich. An jedem Kabel kann man sich hier mit Sicherheit nicht hochklettern. Aber hier gibt es auf jeden Fall was Gelbes. Weiß nicht, ob man da jetzt rangehen müssen. Nein. Oder? Wie komme ich wieder hoch? Ich bin am Kabel. Ich darf mich nicht bewegen. Nein! Ich hätte gedacht, das war irgendwas zum Klettern. Verdammt! Jetzt bin ich wieder unten. Jetzt muss ich mich an den Säulen hochkrauchen. Aber es hätte ja klappen können. Das sah so aus. Irgendwie hat das so geleuchtet. Es war irgendwie sinnvoll. Hier leuchtet es doch auch. Hier kann ich sich festhalten. Obwohl das doch hier genau die gleichen Leuchtstoffröhren sind dort hinten. Was ist das denn hier schon wieder? Das ist doch wieder Beschiss. Oder ich habe das irgendwie nicht richtig gemacht. Vielleicht brauche ich ja irgendwie noch so einen kleinen Schub. Oder mit Sprint. So. Nochmal rüber. Ein bisschen Panik verbreiten. Oh mein Gott. So. Jetzt geht's hier rüber. Glaube ich. So. Was ja jetzt logisch ist. Na gut, hier ist ja noch so eine Wand. Ah, hier ist eine Wand. Aber ich glaube, ist nur zum Einsammeln. Ein paar versteckte Rohstoffe. Vielleicht muss man ja auch hier runtergehen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. So eine Zwischenebene, aber. Also hier, ne? Das ist doch genau das gleiche wie da drüben. Da kommt man doch bestimmt ran. Hm. Weiß nicht, ob ich das nochmal versuche. Vielleicht war ich da mit meinem Lauf nicht so gut. Aber hier gibt es auch sonst keine Möglichkeit, glaube ich. Oh, jetzt hat es geschafft. Aber das ist... Ja, okay. Hier lang. Also der Anlauf ist ja ganz wichtig. Das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen bei verschiedenen Stellen. Der Anlauf ist hier ganz, ganz wichtig. Wenn man da den nicht hat, fliegt man so wie ich halt nach unten. Hui! Kommt rüber, ihr zwei.
Prime-Rüstung an Einheit G-Typ-1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat ja alles übernommen. Dava Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Das macht dein Ding. Kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Treibstoffversorgung von Einheit G. Mensch, die Brutstätte besteht aus Rätseln hier. Also runterfallen darf man ja wahrscheinlich nicht. Das sieht schlecht aus. Es ist so groß hier. Wir suchen weiter. So, hier kommen ja die ganze Zeit solche Dinger an. Ich weiß nicht, ob man die auch zwischen benutzen muss hier. Überall diese Flugdinger. Aber ich sehe jetzt auch keinen Weg. Also ich kann jetzt mit dem Schild hier runterfliegen. Das würde ich jetzt mal sagen, dass wir mit dem Schild erstmal auf diese helle Plattform runterfliegen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber das ist erstmal das, wo ich jetzt erstmal den ersten Zug hier sehe. Hier gibt es eine Kletterwand. Ja, das war wieder mal mit Zeit verbunden. A59 bis W24 laden. Muss man schnell sein. Ich bin genau zum falschen Zeitpunkt rangesprungen. Rüstungsauswertung Alpha Ausführung. Was ist denn heute los? Irgendwie. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt wirklich an so einer Maschine uns gleich festhängen. Hier kann man auch so ein bisschen diese Kletterpartien sehen hier. Hier drüben gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Ah, da ist ein Pilz. Kann ich auch mal noch einen Pilz holen, aber gut, wegen Pilz werde ich mich jetzt hier nicht die Beine brechen. Ich glaube, da muss man hier irgendwie so an der Wand ran. Aber scheiß auf Pilz, ey. Ganz ehrlich. Noch mal gucken. Ein bisschen zittern tut die gute Aloy, ne? Irgendwie hat sie ein unruhiges Knie hier. Uah! Wann muss ich ihn abspringen eigentlich? Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat er Festes vor? Ihr macht doch eine gute Runde, oder? Ja, wer hätte das gedacht? Okay. Ich glaube, hier ist Endstation. Angekommen. Okay. Was jetzt? Einfach mal machen. Ich glaube, wir wieder hinterfliegen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Ich hatte schon geahnt, dass wir... Das war jetzt irgendwie der falsche Move. Nanu? Hallo? Irgendwie ist das hier ein bisschen buggy. Jetzt. Okay. Mysteriös. Boah, wie wieder wieder einen Sprint drauf hat. Und die bleibt schön hocken hier. Komm mal. Dich brauche ich auch noch. Zur Ablenkung. Schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war immer Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia.
hast du es ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Bar. Das wird doch bestimmt ein schöner Bosskampf, schöne Boss-Arena hier, die wir sehen. Und an jeder Brutstätte im ersten Teil war ja ein Bosskampf. Also das wird unser Feind hier. Mal gucken, vielleicht kann ich den erstmal analysieren. Das ist ein Krimhorn, haben wir schon ein paar Mal so irgendwie von Weitem gesehen. Hatten wir noch nie mit denen Kontakt. Wird jetzt unser erstes Mal. Wir sehen ja hier schwach gegen Säure, steht da. Doppelt Pfeil nach oben. Säure ist wohl ganz richtig cool. Und dann Löschwasser. So. Gut, tja, dann seilen wir uns mal einen ab. Diese Kuppel aus Licht. Die Maschine? Ja. Hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Mhm. Aber wollen wir das? Die Frage ist doch die Elementarfrage. Wollen wir das? Wollen wir nicht wieder abhauen? Wollen wir nicht ein bisschen... Eine Tasse Tee trinken gehen. Hallo Matthias. Ich versuche mich jetzt erstmal ein bisschen aufzufrischen, weil es war ja auch schon im ersten Teil so, dass man hier bei so einer Bosskampfarena, dass man da vorher auch mal ein bisschen was einsammeln kann. Weil gut, jetzt Pilze einzusammeln macht jetzt keinen Sinn. Da habe ich jetzt 14 von 14. Ich tue schon mal... Oh scheiße, ich habe eine Falle hingelegt. Aber ist vielleicht gar nicht mal so doof, eine Falle hinzulegen. Das könnte man machen. Das habe ich im ersten Teil nie gemacht. Eine Sprengfalle. Wir legen mal eine Sprengfalle hin. Das war's. Mehr wäre übertrieben. Ach, stimmt. Ich kann ja leider nur maximal zwei Fallen hinmachen. Ja, dann muss ich diese sinnlos gemachte Löschwasserfalle doch mal wieder aufnehmen. Säurefalle wäre auch noch cool, ne? Aber es ist halt doof, dass wir nur wirklich zwei Fallen hinmachen können. So, das wird ja gleich hier abgehen. Weiß nicht, ob der hier dann reingeht. So, ich wollte jetzt eigentlich auf Tränke gehen. Rauchbombe könnte man ja auch mal ausprobieren. Gesundheitstrank ist da. Mutstoß haben wir auch. Es kann losgehen. Toi, 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 Ivo. Vielen Dank. Ich drücke mir auch die Daumen. Okay. Wir können ja mal kurz eine Pause machen und uns mal das ganze Wesen angucken. Wir haben Körper. Dann haben wir diese Hörner, die sind abnehmbar. Das heißt, wir können mit einem Durchschlagschuss da ran und die Hörner abschießen. Dann haben wir hier, was ist das eigentlich? Hinten, das fast, ja, wie so eine Art Kanister hier. Sprengstoff steht hier. Bauteil explodiert, wenn es zerstört wird. Also das heißt, wir können hier mit so einem ordentlichen Schaden rangehen. Dann wird das hinten in die Luft gehen. Dann haben wir hier auch nochmal hinten was abnehmbar. Und ja, also das ganze Krimhorn besteht ja eigentlich aus abnehmbaren Sachen. Also wenig mit Elementarschaden kann man hier machen, so wie es aussieht. Also würde ich doch eher vorschlagen, auch wenn er Säure hat, würde ich hier lieber mit meinem Jägerbogen rangehen. Versuch mal hier den Kanister. Ich habe schon das Horn abgeschossen. Uiuiui. Die Maschine hat schwere Waffen auf dem Rücken. Ja. Wenn ich sie entlang, kann ich sie benutzen. Werde ich mich vielleicht doch mal auf die Waffen konzentrieren. Aloy hat schon so einen Tipp gegeben. Eine Waffe ist kaputt. Mal gucken, ob ich den Kanister in die Luft jagen kann.
Vielleicht noch die andere Waffe zuerst kalt machen. Weil der macht ja ordentlich einen Flammenwerfer. Aber ganz schön schnell ist der. Definitiv ein schneller Bursche. Jetzt irgendeine schwere Waffe hier runtergeschossen von den Dingen. Ich werde die mal schnell aufsammeln. Das war's. Okay, ja, ging. Der Kampf ging. Die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Eindringling identifiziert. Zerstörer der Luft. Schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Also ich muss sagen, die Brutstätte war ganz schön rätselhaft, aber ja, der Krimhorn war jetzt nicht so schwer. Also ich denke mal, da muss man auf jeden Fall mit Jägerbogen, obwohl er eine Säureschwäche hat, würde ich hier echt mit Jägerbogen das empfehlen. Also mein Jägerbogen hat ja viel Abrissschaden und viel So-Schaden. Das ist schon ganz nett, ne? Vor allen Dingen, wenn man auf die Ziele, auf die Sachen schießt. Das müssen Überbrückungen sein. Wissen darüber, wie man Maschinen zählt. Und das kannst du lernen? Finden wir es raus. Genau, und jetzt kriegen wir gleich wahrscheinlich, so wie beim ersten Teil, lernen wir, wie man gewisse Maschinen überbrückt. Durch das kleine Ding jetzt gleich hier, weil hier ist gleich Questschluss. Man sieht das ja hier anhand des Questmarker mit einem Checkmarker, so einem grünen. Das heißt, dass hier gleich Schluss ist. Deswegen muss man ein bisschen, wenn man noch die Höhle erkunden will, dann jetzt machen. Aber so viel gibt es nicht mehr. Also machen wir jetzt Schluss. Anscheinend hat hier Festes die Sicherheit der Brutstätten verbessert. Einige Daten sind beschädigt. Da kann ich gerade nichts dran ändern. Und mein Fokus erkennt manche davon nicht. Das müssen Maschinen sein, die ich nicht kenne. Hast du alles? Ja. Dann war die sterbenden Lande.